Ich denke, wir sollten ihn mitnehmen und auf geweihtem Grund verbrennen lassen. Das ist eine gute Idee. Wollt ihr ihn anfassen? Natürlich. Erst einmal möchte ich aber noch schauen, ob er hier sonst noch irgendwelche Sachen rumliegen hat lassen. Also ich schaue mich dann hinter der Theke vor allem um und guck mal, ob der da noch irgendwie irgendwelche Schreiben irgendwie mitgebracht hat. Nee, also du inspizierst das kurz. Sehr, sehr viel persönlicher Besitz, vor allem jetzt von diesem, ja, Ömer wurde er als Marek beschrieben. Rittmeister, ein paar selbstgemachte, selbstgeschnitzte Siegel aus dem tropischen Bereich. Unten im Keller wird es dann viele Rinder geben, die da geschlachtet worden sind oder gepökelt werden. Und er hat unter seiner Theke eine ganze Menge Geld. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr da jetzt 3W20 an Dukaten, könnt ihr euch da zusammenschreiben, wenn ihr wollt. Oder ihr lasst das halt hier. Verschiedene Besitztümer. Also, es war das Haus halt von Marek. Und er selber hat nichts weiter mitgebracht. Immer war mal draußen, hat einmal draußen sich umgeschaut, und wenn er nichts gesehen hat, ist er wieder reingekommen. Ich glaube, ich könnte vielleicht Leute ausfindig machen, die irgendwie zu seiner Verwandtschaft gehören, zu dem Toten, dem das Ganze hier gehört. Marek heißt der Mann. Ja, das ist sinnvoll, wenn denen dann die Besitztümer übergeben werden und natürlich die Leiche zum ordentlichen Begräbnis. Im Moment traut sich niemand hierher, auch von den Leuten, die hier leben. Das heißt, ich würde ganz gerne die Sachen, die hier irgendwie transportabel sind, mitnehmen. Vielleicht auch noch die Leiche von dem Mann, dass er wirklich beerdigt werden kann. Das tun wir. Gut. Damit immer das Geld zusammenkratzt und doch wirklich nicht selbst in den eigenen Geldbeutel stecken, sondern in den speziellen Geldbeutel, den er dann später abgeben will im Tobria Viertel. Aus den Schneiderresten, die du von Rafims Waffenstab da noch hattest. Ansonsten auch von mir aus von dem Kopfkissen, was da vielleicht irgendwo liegt im Oder Hintergrund oder so. so, von seinem Bett. Ja. Das ist ja egal. Ja, könnt dann die verschiedenen Sachen zusammen buchen. Wir sollten auf jeden Fall Und das Fleisch hier nicht liegen lassen. Das scheint noch gut zu sein und das könnte den Toren auch nützen. Ich werde mal gucken, dass ich ein paar überredet bekomme, dass ich ein paar Sachen abholen. Wir können ja jetzt nicht die Transportesel machen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich werde das schon organisiert bekommen. dann würde ich vorschlagen, gehen wir zurück zum Weheimer Tor, oder? Ich bräuchte mal einen Rüstungsschmied, ehrlich gesagt. Brauchst du wirklich? Du siehst aus, als wenn du ein Flammenbad genommen hat. Bin ein bisschen in meine Rüstung gebacken, würde ich fast sagen. Ja, Besser so als ohne. Das ist richtig, das ist richtig. Hilfst du mit dem toten Marek, dass wir Ja, den zu dir klar. bringen? Ja, ich trage den toten Marek wie eine Prinzessin vor mir her. Ja, so könnt ihr dann nach und nach dann von diesem matschigen Weg und Pfad heruntertreten, wieder in der Scheune vorbei in Richtung Süden. Und dann sowohl mit der Leiche als auch dem Geld zurück. Ömer bekommt das dann alles relativ schnell organisiert. Kann dann Efenja Mundbach oder von Mundbach da ansprechen. Die sitzt dann ja direkt an der Wolfsklause. Das wird immer jetzt nicht machen. Dafür ist Oder die. Dafür hat. Stellvertreter. Ja, Ja, oder Stellvertreter. Also ihr man hat bekommt jetzt das. Weißmagier dabei, man wird bestimmt nicht sowas tun. Ja, okay. Also du bekommst auf alle Fälle irgendwie von deinen Kontakten angesprochen. Müssen wir, wie gesagt, nicht ausspielen, weil das nicht sonderlich spannend ist. Und ihr könnt dann am Wehrheimer Tor natürlich auch wieder vorgelassen werden und da auch nochmal einen Rapport ablegen, dass ihr da aufgeräumt habt. Wird natürlich alles schön sauberlich protokolliert, auch von Gerhalla Isenbrock, die euch noch einmal lobt und euch eine Zigarre als Dank anbietet. Die nimmt immer mal, wer weiß, ob man das Ding mal irgendwann verhökern muss. Ich lehne dankend ab. Ich nehme die gerne. Ja, haben ist besser als brauchen. Schnuppern dran. Exquisite Qualität oder so Mittelmaß? Alan Farnisch. Wie heißen die Dinger? Die dicke Dame? Die dicke Dame, korrekt. Immer gerne. Ja, stecke ich erstmal in den Revieraufschlag irgendwie. Bis Na später. komm, komm, Rafim, die dicke Dame, die rauchen wir jetzt noch als Sieg darüber, dass wir irgendwelche, naja, eigentlich eher ihr, aber naja, dass wir als Gruppe irgendwelche Dämonenpaktiere erschlagen haben. Das war ein guter Tag. Das war ein guter Tag, das stimmt. Eigentlich ist Gareth doch ganz interessant. Immer ein Dämonchen hier, ein Dämonenpaktierer da. Eigentlich eine schöne Stadt. Ja, ich lasse mir dann Lass wieder Alex von sagen. den Wachen mein Pferdchen aushändigen und dann können wir die Leiche von Wolpert da drüber legen. Ja, wollt ihr die ganz einfach beim Praios-Tempel abgeben? Also bei der priesterkaiserlichen Noralexakrale oder wo?
Ich würde tatsächlich gern zuerst noch in der Schwert und Stab vorbei, um dort die Sachen von dem aufzubewahren. Und den kurzen Magierstab. Genau. Und Robe. Die Robe zur Analyse. Ja, okay. Und dann kann man ja schnell in den Tempel, der ist ja nicht so weit weg. Genau, kriegt ihr das alles organisiert und dann, kurze Zeit später, so gegen 18 Uhr, immer noch regnet es draußen, könnt ihr euch wieder bei Witte Putz treffen, als Hauptquartier, und die restlichen Sachen besprechen. Mittlerweile wurde Prischer von Galischkotz natürlich von dem Erzmager Elkarna, Erelion von Hohenstein dort hingebracht und man hat natürlich versprochen, dass man sich um sie kümmert. Der Rat der Helden wurde informiert und ihr könnt dann auch nachträglich noch einmal kurz einen Jungen oder einen Bodenjungen schicken oder irgendwen anders, sodass ihr dann auch wisst, dass oder dass der Rat weiß, dass dieser Greif dann gebannt worden ist und dass die Unruhen im Tobrierviertel dann auch sich höchstwahrscheinlich wieder auflösen werden. Ich würde zudem noch eine weitere Liste schreiben, weil ich vermute, die Brabacker Spekabilität hat wahrscheinlich diesen Zettel nicht abgeliefert. Und den mit einem Botenjungen überbringen lassen an. Sehr guter Hinweis, ja, richtig. Stimmt, da war ja was. Sodass dann Savertin sich an die Erstellung von den Artefakten. Und immer möchte ganz gerne anmerken im Heldenrat, von wegen, dass der Feind anscheinend nichts weiß von, also im Heldenrat Dabel selber, dass der Feind anscheinend nichts darüber weiß, dass Rohaya tot oder verschwunden ist und. Das ist die wichtige Information. Und wir deswegen einen Trumpf haben, da der Feind das nicht weiß. Das ist die wichtige Information. Ich würde auf dem Rückweg gerne noch in einem Tempel vorbeischauen, dass sie sich mal eben anschauen und mich ein bisschen aus meiner Rüstung rausschneiden, je nachdem wie in die meine Haut gerissen ist. Und dass sie mich mal ein bisschen verarzten. Ja, im Ingrim-Tempel wirst du eine ganze Menge finden. Die werden dich dann zum Teufel schicken, wenn du sagst, deine Rüstung soll repariert werden. Die haben gerade alle Hände voll zu tun. Aber beim Zar-Tempel im Norden werden sie dich dann ganz langsam und sacht aus deiner Rüstung befreien und die gut zureden und zuflüstern und sie werden die heilende Salben auftragen und mit dir singen und tanzen und springen und spielen. Ja, so weit möchte ich es dann doch nicht kommen lassen. Sie bieten dir an zur Beruhigung darfst du auch noch einen Tee mit ihnen trinken und ihnen von deinen Sorgen erzählen. Und, ja, meine Sorgen sind, dass sie nicht die Schnauze halten, aber das sage ich denen natürlich nicht. Aber vielleicht können wir im Ingrim-Tempel fragen, ob wir jetzt hier sagen, wir können ihnen ja kurz die Geschichte erzählen, von wegen, dass das jetzt hier die Explosion eines unheiligen Greifen war, der hier vom Herrn der Rache entsendet wurde. Und dass die Rüstung doch vielleicht repariert werden sollte im Kampf gegen weitere Dämonen, dass die Rüstung wieder einsatzbereit ist. Wenn jeder sich nämlich einen Teil schnappt von den Spielen, die da sind, und das repariert, dann müsste das auch recht schnell zwischendurch vielleicht gehen, dass eine Rüstung bald wieder einsatzbereit ist. Da will ich eine Überzeugenprobe von euch haben. Ja, dann versucht er immer das. Immer wird dir natürlich erzählen, dass das jetzt also, hier im Kampf gegen die Dämonen ist. Ja, klar. Ist. Also ist natürlich wichtig, klar, aber sie haben natürlich auch ganz viele andere wichtige Sachen. 8 Punkte. Na gut. Ach, eben, das ist deine Rüstung, die ist wichtig. Dann kriegst du mit uns hier auf der Festung demnächst. Dann wirst du die nächsten 2 Tage ohne Rüstung rumlaufen. Du kriegst einen Rüstungsschutz wieder zurück, der von dem Hashtot auf der linken Armseite bleibt. Okay, aber den Rest kriege ich wieder. Den Rest kriegst du wieder. Okay. Afim, ich habe doch momentan auch keinen Säbel. Mein Säbel kriege ich auch erst morgen wieder zurück. Ich war jetzt auch die ganze Zeit ohne Nahkampfwaffe unterwegs. Ja, du siehst auch, Rafim liegt da bereitwillig seine Rüstung ab, hat jetzt auch nur noch so eine Hose an. Ja, wird schon gehen. Ach, dein blanker Oberkörper sieht doch gut aus. Finde ich auch. Das kann ich nicht beneiden. So, jetzt. Ja, wie gesagt, 18 Uhr zu etwas späterer Uhrzeit. Die Sonne geht mittlerweile wieder unter. Trefft ihr euch, nachdem ihr all diese Besorgungen und Informationen abgegeben habt, und besorgt habt, wieder bei Witwe Protz ein. Von Jalan immer noch keine Spur, ihr wisst noch nicht, wo er ist und wohin er sich abgemeldet hat. Höchstwahrscheinlich wird er immer noch in der Stadt des Lichts sein. Aber als Bannstrahler gehört man da ja auch hin und hat dann ein paar andere Pflichten mal zu erfüllen. Nun, wir haben ja bewiesen, dass wir auch ohne ihn eigentlich ganz gut klarkommen. Zumindest zeitweise. Also euer magisches Schild war ja ganz praktisch, aber... Der irgendwie mehr erwartet, muss ich jetzt ehrlich zugeben.
Du müsstest auch drinnen stehen. Es ist ja schon ein praktischer Zauber, aber mich hat geärgert, dass ich selber kaum eingreifen konnte. Ich hatte das auch gedacht, dass ihr irgendwie mit Flammen strahlen und Blitzen um euch werft oder sowas. Nein, nach der Schlacht bin ich noch ziemlich astral ausgebrannt. Aber was meine ich bei euch? Ich habe die Worte Ignifaxes Flammenstrahl so ähnlich verlauten lassen, aber irgendwie sehr komisch, also vom Glenn rückwärts. Was war los? Hat da was nicht geklappt? Nun ja, ich hoffte, einen reversalierten Ignifaxes auszulösen. Nun, dies gelang mir nicht. Anscheinend war diese dämonische Kreatur irgendwie magisch geschützt. Ihr wisst nichts über den Geisterpanzer von Dämonen, oder? Nicht wirklich. Das ist nicht besonders mein Spezialgebiet, aber ich hoffe... Ihr müsst euch das vorstellen, wie das Dämonen besonders geschützt sind gegen Magie. Ihr wisst ja zum Beispiel, wenn ihr einen blitzig Find zaubert auf einen ganz normalen Menschen oder auf ein Tier, dass diese geistige Blockade, dieses geistige Schild, was da ist, was bei Menschen unterschiedlich stark ist und bei Magiern meistens ungemein stärker als bei Normalsterblichen, sie ja davor ein wenig schützen kann oder teilweise sogar dafür sorgen kann, dass der Zauberspruch nicht klappt, der Kantus. Und ihr müsst euch das vorstellen, dass es bei einem Dämon genauso ist gegen jegliche Form von Schadensmagie. Man muss also diesen Widerstand sozusagen erstmal überwinden, um überhaupt durchzuschlagen. Genau. Meistens haben Dämonen je nachdem einen unterschiedlich starken Widerstand. Also ihr könnt davon ausgehen, dass sie viel, viel stärkeren Widerstand haben als die meisten normalen Menschen. Vielleicht verglichen mit Magiern eures Kalibers. Also sind die meisten Schadenzauber nun ja überflüssig oder wenig hilfreich. Ich glaube nur, dass also das, was Azariel damals sagte, war, dass das nur die Kompetentesten hinbekommen. Vor allen Dingen dann, wenn es schnell gehen muss. Dass man wirklich sehr kompetent sein muss. Aber ihr seid Kampfmagier. Ich meine, wer könnte kompetenter sein als Kampfmagier? Naja, man kann zwar eine gewisse Stärke hineinlegen, aber nun, wenn er wirklich einen Widerstand wie ein, sagen wir mal, ein Erzmagier aufweist, dann wird es sehr schwer für jeden Magier, auch für einen Kampfmagier. Ich glaube, wir müssen uns eine andere Taktik überlegen, wie ich diese Dämonen knacken kann. Du wirst da fest zu draufhauen, das hilft. Ja, also die Theorie, die ist ja schon mal solide. Die Theorie ist solide, die Ausführung war noch mangelhaft. Aber ich werde mir etwas überlegen. Vielleicht, ein Pentagramm, den man speziell modifiziert, angepasst auf die jeweiligen Dämonen. Sonst zaubert doch einfach nur dieses Schild, das ist doch gut. Das Schild ist super. Ein Pentagramm ist auch kein Zauber, den man einfach so aus dem Handgelenk schüttelt. Richtig. Man benötigt eine gewisse Vorzeit. Es sei denn, man könnte sich diese Zeit verkürzen, indem man das Pentagramm, das normalerweise gezeichnet werden muss, mittels einer Illusion ersetzen könnte. Das spart etwas Zeit. Aber, wie gesagt, ich werde mir etwas überlegen müssen. Ja. Wie steht es mit unserer Organisation der eintreffenden Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Die aus Wehrheim? Bisher ist noch nichts eingetroffen, noch gar nichts. Nicht einer. Wollten wir erst warten, bis sie eintreffen oder schon vorher Vorkehrungen treffen? Haben wir doch schon. Also wir haben Vorkehrungen getroffen, dass jetzt hier nur wirkliche Kämpfer wirklich in die Stadt kommen von Norden, der Rest muss draußen bleiben. Das sind die aktuellen Vorkehrungen. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr getroffen werden sollte. Wollen wir sie wirklich vor der Stadt lassen? Die Lichtkämpfer, selbstverständlich. Ich meine den restlichen, die Alten und Schwachen und Jungen, die nicht kämpfen können. Ja, besser außerhalb der Stadt als in der Stadt. Ich denke, da draußen sind sie auch weitaus besser aufgehoben. Stellt euch vor, wir holen sie alle hier hinein und hier findet die Schlacht statt. Ich dachte mir eher, sie nach Angbar umzuleiten oder weiter in den Süden. Ach, Abelmir, das ist doch viel zu weit weg.
Ich denke nicht, dass wir so viel Zeit haben, dass die Stadt noch erreichen können. Ich halte es aber für sinnvoll, die Leute, die nicht kämpfen können, in die Außenbezirke von Gareth umzusiedeln. Zumindest temporär. Für ein paar Tage wird das wohl gehen. Diese Leute hier alle umsiedeln, die werden uns den Vogel zeigen. Nun ja, es steht ihnen natürlich frei, aber ich denke, dass viele ihre Kinder und Alten doch gerne geschützt wissen. Aber im Inneren der Stadt leben doch die reichen Leute, die werden sich doch nicht zu irgendwelchen armen Leuten da mit an den Tisch setzen. Das müssen sie ja nicht. Ja, wo aber sollen die denn sonst in den Außenbezirken genauso, hin? Es leben genauso Handwerker innerhalb der Stadtmauern. Aber die Idee, alte, schwache Nichtkämpfer, oder vielleicht auch diejenigen, die viel zu wichtig sind, hier zu evakuieren, ist gar nicht so schlecht. Aber wohin? Überall hin, nur nicht hier. Also ja, grundsätzlich die Stadt zu evakuieren ist keine schlechte Idee, aber ich glaube nicht, dass das einfach machbar ist. Natürlich ist es nicht einfach machbar. Man muss es ihnen nur in Aussicht stellen. Vielleicht mit den Tempeln in den Außenbezirken Rücksprache halten, dass sie die Anlaufstellen sind. Wir sollten uns aber auch hüten, dass Flucht eine Option ist. Ich meine, wir versuchen hier ja immer noch die Bürger für eine Schlacht zu rekrutieren. Wenn es die Option der Flucht gibt, werden diese viele ergreifen. Ja, deswegen versuchen wir an ihren Patriotismus zu appellieren, dass wir diejenigen, die kämpfen können und überhaupt von Nutzen sind, entflammen und diejenigen, die sie beschützen wollen, von hier fortschaffen, vielleicht sogar genau das nutzen, dass sie diejenigen beschützen können, die von hier fortgehen. Ja, aber wenn sie einfach mit fortgehen, dann sind sie ja auch, können sie die ja viel besser beschützen. Nun, wenn sie mit fortgehen, dann kannst du dir ausmalen, was passiert, wenn sie dem Feind gegenüberstehen. Die sind die Ersten, die desertieren und wegrennen. Ja, aber wenn deren Familien noch hier sind, haben die keine Wahl, dann müssen die kämpfen. Du wolltest sie als Geiseln halten? Nein, ich will die Männer motivieren. Wir versuchen hier einen Bauernwehr gegen Dämonen zu setzen. Wie wollt ihr die denn sonst motivieren? Außer mit dem Tod ihrer eigenen Familien. Was glaubt ihr denn, was die machen werden? Wenn die ersten Familien sterben, wird es Panik geben. Die Panik wird sich auf andere ausbreiten und dann fällt die gerade Linie. Natürlich wird es Panik geben. Da wird eine riesige Dämonenfestung über der Stadt hereinbrechen. Was glaubt ihr denn, was passieren wird? Natürlich. Wir sollten uns bemühen, es so zu organisieren, dass die Leute nicht darauf aus sind, unbedingt ihr eigenes Heim zu verteidigen. Das führt nur zu Chaos. Vielleicht können die Kinder in die Tempel gebracht werden. Also, es gibt ja viele Tempel hier, aber wisst ihr, wie viele Kinder hier sind? Na, zur Not stapelt man die halt. Also, diese Kinder werden ja wohl ein bisschen näher aushalten. Sie sind zum Glück sehr klein. Also. Ich wollte Kinder stapeln. Also, hier leben Millionen, ich weiß nicht, wie also, viele Raffin, Menschen. Also, Raffin, wie wär's eigentlich, wenn wir das Ganze ein bisschen feiern gehen und wir gehen mal in ein Bordell? Ich hab Lust, mal ein bisschen Druck wieder abzulassen. Ich lade dich ein, komm. Uns ist wirklich keine schlechte Idee. Aber, also, wir sollten nicht die Option der Flucht bieten. Wenn wir die Option der Flucht bieten, werden auch kampffähige Männer und Frauen sich sagen, dass sie lieber mit ihren Kindern wegreisen werden. Wir wollen ja keine Flucht angeben. Wir wollen diejenigen aus dem Weg schaffen, die im Weg stehen würden. Ja, aber also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass sie über der Dämonenbrache herausbrechen, genau hier, dann müssten wir Sonnengrund evakuieren. Wäre es eine Option, dies zu verkoppeln? Jeder kampffähiger Mann oder Frau, die sich bereit erklärt, die Stadt zu verteidigen, dessen Verwandte werden nach nun an einen gewissermaßen sicheren Ort verfrachtet. Jeder nicht kämpfen will, nun ja, der bleibt sich selbst überlassen. Das mag vielleicht ein wenig zynisch klingen, aber es könnte funktionieren. Naja, das würde aber kein Adeliger so sagen dürfen, denke ich mal, weil da war doch irgendwas mit Schutzbefohlenen. Und es ist doch auch irgendwie so, dass die. War da nicht irgendwas, dass die Kirchen irgendwelche Ausnahmen geben müssen, dass man überhaupt die Bauern und die Bürger zum Kampf aufrufen darf? Da war doch irgendwas. Nun ja, es sind Bürger und keine Bauern. Das ist in der Tat korrekt.
Die Bürger müssen entweder selbst ihren Wehrdienst leisten oder eine entsprechende monetäre Entschädigung zahlen. Das heißt dann doch aber, dass das sowieso schon hier sowieso. Ja gut, also, ich meine, wir sind doch hier sowieso auf freiwillige Rekrutierung. Worüber reden wir denn jetzt? Wir wollen doch rekrutieren. Das heißt, wir versuchen die Leute mit Worten anzustacheln, mit uns zusammen in den Krieg zu ziehen, dachte ich. Man könnte sie dadurch aber zusätzlich motivieren. Also, diese Evakuierung ist ja grundsätzlich hohe Ziele, aber ich glaube einfach, dass sie viel zu viel Verwirrung stiften wird, wenn wir versuchen, Schlachtlinien aufzustellen. Nun, ich denke, es könnte von Vorteil sein, wenn wir die Schlachtlinien aufgestellt haben, dass keine Armen, Frauen, Kinder auf einmal aus Häusern herausrennen und unsere Schlachtlinien durcheinander bringen. Aber wo wollt ihr denn hin mit diesen Leuten? Das ist doch unwichtig, sie müssen einfach nur hier... Ja, aber das ist zu spät. Nicht wirklich, also wenn sie wirklich nur in die Außenbezirke von Gareth müssen. Wir gehen ja davon aus, dass wieder ein Magnum Opus ausgelöst wird. Wir wissen, dass dieses einen Durchmesser von 5 Meilen hat. Wir wissen auch, dass Galotta besonders die Kaiserfamilie im Blick hat und deswegen vermutlich auf die neue Residenz gehen wird. Und ein zweites Ziel ist natürlich die Innenstadt, die Altstadt von Gareth mit den ganzen Tempeln und sonstigen Institutionen. Aber das ist doch die Mitte der Stadt. Also ja, müssten die Leute... Ich sehe, was ihr wollt, aber das ist hier eine Millionenstadt, das ist kein Dorf. Ihr könnt doch keine Millionenstadt in 2 Tagen evakuieren. Wir könnten eine Millionenstadt nicht mal in 2 Monaten evakuieren. Wir wollen ja auch nicht alles evakuieren. Ja, aber wie wollt ihr denn die Leute unterscheiden? Wen wollt ihr denn sagen, er darf evakuieren und wer nicht? Und wie wollt ihr das kontrollieren? Das wird nur eine panische Flucht werden. Menschen, die innerhalb der Stadtmauern wohnen, würde ich sagen. Und die wollt ihr evakuieren. Aber, also, ich mag ja Unrecht. Ich verstehe nicht ganz. Ihr wollt jetzt sozusagen die Leute innerhalb der Stadt evakuieren, weil die Leute außenrum arm sind? Nein, weil ich denke, dass die Altstadt ein Ziel sein wird. Ja, da mögt ihr recht haben, aber die Festung kommt doch über Sonnengrund. Wenn wir doch, dann müssten wir doch zuerst mal Sonnengrund evakuieren und das werden wir schon nicht hinkriegen. Hm. Also, ja, evakuieren ist eine gute Idee, aber evakuieren ist eine gute Idee, wenn wir Monate hätten, nicht wenn wir Tage haben. Das wird ein riesiger, unfassbarer Haufen von Menschen, die sich gegenseitig tottrampeln. Ich glaube, ihr missversteht ein bisschen die Evakuation. Also, ja, ihr wollt nicht alle Menschen. Ihr wollt den Hauptteil der Stadt, die Mitte, wollt ihr evakuieren in die Außenbezirke. Das ist mir schon klar. Diejenigen Leute, die sich nicht selber verteidigen können, also Kinder und sehr alte, Kranke. Ja. Ich sehe halt nur nicht, wenn wir aber erstmal mit Evakuieren anfangen, wenn die Leute sehen, dass die Leute aus ihren Häusern gehen, das wird eine Kettenreaktion. Natürlich wird es das, aber das Problem ist, was ist, wenn wir es nicht tun? Dann werden diese Menschen sterben. Oder noch wenn schlimmer. Das Magnum Opus kommt, ist es scheißegal, ob sie in den Außenbezirken sitzen. Dann sind sie auch alle tot. Glaubt ihr, das wird irgendwas ändern? Die Frage ist doch wirklich, bei 5 Meilen, ich weiß gar nicht, wie viel Durchmesser hat denn dieser Kern der Stadt überhaupt? Ich kann mir da so ein schlechtes Bild von machen. Wenn wir das nicht aufhalten und der Magnum Opus wird sich hier zünden, dann wird der Drache landen, die Toten erheben und diese gesamte Stadt wird vernichtet werden. Dann ist es vollkommen egal, wo die Leute sind. Nein, wenn sie nicht hier sind, dann ist es nicht egal. Da habt ihr absolut recht, aber deswegen müssen wir es ja aufhalten. Natürlich müssen wir das, aber es hilft trotzdem, wenn zumindest ein Großteil der Leute ja, aber wir können nicht keinen gegen Großteil unsere evakuieren. Eigenen Mauern strömen, wenn sie nicht unsere eigenen Tore einströmen. Okay, welchen Teil wollen wir denn wohin umleiten? Ich meine, wir haben ja doch hier sozusagen eine ganze Menge Leute in der Stadt, die wir sozusagen zu Hilfsbütteln, gerade was für das Umleiten von Volk sozusagen genutzt werden kann. Könnte man ja versuchen, ein Schnellformat zu ernennen. Wir können zwar keine Leute, die jetzt hier wirklich zu Soldaten ausbilden in der Zeit, aber zu Hilfsbütteln. Also wir können versuchen, eine Menge Hilfsbüttel aufzustellen. Aber welchen Teil wollt ihr wohin umleiten? Also wenn ich mir jetzt hier einfach mal so diese ungefähre Größe, Ordnung von Karte von der Stadt angucke.
Am sichersten würde ich die östlichen Stadtteile halten, also Badeweg, Meilersgrund, so etwas in der Art. Ich würde die Leute im Süden nach Süden auswandern lassen, evakuieren, die im Osten nach Osten, die im Norden nach Norden und im Westen nach Westen. Aber mir, das sind Millionen von Menschen. Das wird natürlich sind sie das, aber sie müssen auch nicht ewig weit weg. Sie müssen nur weit genug weg, dass sie nicht im unmittelbaren Umgebung sind. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass diese Festung kurz vor der Explosion oder Implosion oder so etwas steht. Ein weiteres Magnum Opus wird sie wahrscheinlich nicht aushalten. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass sie sich sehr weit bewegen wird. Wir gehen ja, wie gesagt, davon aus, dass sie über der Dämonenbrache manifestieren wird. Und wir gehen davon aus, dass das erste Ziel die neue Residenz und möglicherweise die Stadt des Lichts sein wird. Und erst dann wird die Altstadt dran. Das ist das Wahrscheinlichste. Das bedeutet, das Villenviertel ist zuerst in Gefahr, dann die Weststadt und dann das Schlossviertel. Genau, so viel ist das gar nicht mehr. Der Süden sollte, Sonnengrund sollte relativ sicher sein. Warum sollte er dorthin gehen? Es gibt keinen Sinn. Trotzdem könnte es Sinn machen, die Leute von dort vorzuschaffen. Wenn er hier lang fliegt und ich meine, ich habe nicht das gesamte Magnum. Er wird ja nicht nur das Magnum Opus verwenden. Er wird ja auch seine Dämonen freilassen. Er wird alles verschießen, was er hat. Das ist doch hier ein Suizidangriff und nichts anderes. Davon ist er nicht überzeugt. Wir können durchaus davon ausgehen, dass er nicht mehr den Magnum Opus benutzt. Stattdessen vielleicht einen anderen. Ja, es ist ja vollkommen egal, welches, was er da nutzt, aber er wird doch alles in die Schlacht werfen, wenn der hier rausbricht. Natürlich wird er das. Selbstverständlich wird er das. Ja, aber dann ist Sonnengrund nicht sicher. Ja, er wird sich in diese Richtung bewegen, aber was auch immer er abwirft oder was auch immer mit ihm kommt, welche Dämonen und welche Unwesen dort aus dieser Festung herausbrechen werden, die werden Sonnengrund schlachten. Ich glaube nicht, dass er sich für die Elendsviertel interessiert. Ich glaube nicht, dass er das unter Kontrolle hat, was er da mitbringt. Ich glaube, er wird da ganz viele Dämonen zwar beschwören und loslassen. Der komische Paktierer gerade eben hat uns doch gesagt, was Galotta will. Er will diese Stadt. Und er will sie nicht komplett auslöschen. Bin mir nicht sicher, ob der Mann wirklich den Willen Galottas darstellt. Also, den Willen, den Galotta uns vermitteln möchte, aber nicht den Willen, den Galotta wirklich hat. Selbst dann will, was auch immer uns angreift, nicht einen Haufen Tote haben, sondern Diener. Der Drache will es vielleicht Tote haben, aber der Rest von ihnen garantiert nicht. Das ist korrekt. Wenn wir uns an die Analyse dieses Leichenschänders erinnern, ist Galotta unter anderem durch Schaffenskraft motiviert. Das heißt, sein Primärziel ist nicht die Zerstörung. Er möchte etwas schaffen, er möchte Rache nehmen. Und aus diesem Grund halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass er gezielt seine Leute gegen oder auch Dämonen gegen den Sonnengrund schicken wird. Nein, er wird sich gegen unsere Truppen wenden und er wird nun das Zentrum der Macht in Gare vernichten wollen. Ihr wart an Wehrheim dabei, oder? Ihr habt gesehen, wie er eine Stadt voller Zivilisten vernichtet hat. In Wehrheim gibt es keine Zivilisten. Es war eine reine Festungsstadt. Seid ihr nicht über die Straßen gegangen? Habt ihr die Kinder nicht gesehen? Wollt ihr mich verarschen? Wehrheim ist tatsächlich eine Kasernenstadt. Natürlich ist Wehrheim eine Kasernenstadt. Aber der Mann ist bescheuert. Der Mann ist komplett verrückt. Nein, Wehrheim war für ihn eine Machtdemonstration. Der will hier doch nicht schaffen, der will hier vernichten und aus den Trümmern, die Reste, die 5%, die seinen Angriff überleben, über die wird er herrschen. Natürlich, das ist doch offensichtlich. Allerdings wird er diese Stadt nicht vernichten wollen. Er will sie herrschen. Das hat uns der komische Paktierer, dieser Hinterhändler, er hat gesagt, er will Gareth niederreißen und seine Stadt auf dessen Trümmern aufbauen. Er hat nicht gesagt, er möchte Gareth übernehmen. Er möchte hier seine ewige Dämonenstadt errichten. Und dafür braucht er Diener. Tut?